Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie ihr im Titel gelesen habt, endlich das dritte Schwangerschaftsupdate. Ich freue mich so riesig, das endlich wieder drehen zu können. Denn wir haben die 13. Woche vollendet heute und morgen ist der nächste Termin, das Ersttrimester-Screening. Ich bin super gespannt, ich bin wirklich richtig aufgeregt. Und ich freue mich einfach riesig. Und jetzt gibt es eben das Update von der 10. bis zur 13. Woche. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Genau, ich habe mal wieder alles auf meinem Handy hier. Und das sollte, wenn möglich, nicht die ganze Zeit klingeln. Und ich würde euch aber erstmal Sachen zum Frauenarzttermin erzählen. Denn ich hatte richtig dolle Panik und bin deswegen, obwohl ich keinen Termin hatte, zum Frauenarzt gegangen. Ich habe nämlich Anfang September Blut im Schlibber gehabt. Helles Blut, relativ viel und ich hatte natürlich Angst. Ich hatte wirklich tierische Angst. Ich wusste gar nicht, was ich denken soll, was ich tun soll. Ja, wenn man auf Toilette sitzt und dann auf einmal hat man einfach Blut überall und man weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mir dann aber erstmal mich selber beruhigt, habe das dann Felix erzählt, also meinem Freund, und habe dann ja gar nicht, also ich habe nicht den Frauenarzt angerufen, ich bin nicht ins Krankenhaus gefahren, sondern ich wollte warten bis zu dem 5. September. Denn am 5. September soll ich zum Frauenarzt wegen meiner Schilddrüsenunterfunktion. Da sollte ich nämlich nochmal Blut abnehmen, ob meine Schilddrüse noch richtig eingestellt ist. Also habe ich sowieso gewusst, okay, du fährst sowieso zum Frauenarzt, dann sagst du einfach dann da Bescheid, dass du einfach Blutung hattest und eventuell wirst du untersucht. Oder die sagen eben, nee, das ist gar nicht so schlimm. Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, machst du die Pferde nicht scheu. Ich habe auf Instagram nichts gesagt, ich habe meinen Eltern noch nichts gesagt. Habe einfach die Pferde nicht scheu machen wollen, sondern das einfach ruhen lassen bis zum 5. September und bin dann am 5. September auch zum Frauenarzt gegangen. Die Blutungen haben dann auch wieder aufgehört, das war nur ein Tag, das war nur einmal ein Toilettengang, aber man macht sich eben trotzdem Sorgen. So, dann, wie gesagt, war ich beim Frauenarzt, es war der 5. September, ein Dienstag war das, glaube ich, bin dann einfach zum regulären Termin hin, den ich sowieso hatte, wie gesagt, und habe dann hat sie mich einfach gefragt, ja, wie, ist alles in Ordnung, ist irgendwas passiert, das fragen die mich ja immer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte Blutungen, ungefähr vor einer Woche. Und dann hat sie direkt geguckt, ob meine Frauenärztin da ist. Hat dann gesagt, dass meine Frauenärztin leider nicht im Haus ist. Die hat frei gehabt an dem Tag. Und dann hat sie geguckt, ob irgendeine andere Frauenärztin im Moment oder heute noch einen Termin frei hat und hat dann gesagt, okay, in 2 Stunden könnte ich Ihnen was anbieten, in 2 Stunden hat eine andere Frauenärztin Zeit für Sie. Da hat sie einen Termin frei. So, habe ich gesagt, okay, das machen wir auf jeden Fall, weil ich wollte das halt, wie gesagt, einmal abchecken lassen. Und habe dann meinen Mutterpass abgegeben, habe dann Urin noch abgegeben und habe dann eben 2 Stunden noch in der Stadt verbracht, weil nach Hause fahren hätte sich nicht gelohnt. Da hätte ich, wäre ich zu Hause gewesen, hätte direkt wieder losfahren müssen. Also das hätte sich nicht gelohnt. Habe deswegen schön in der Stadt gefrühstückt und habe dann die 2 Stunden eben gewartet. Die 2 Stunden waren schon richtig schlimm für mich, weil die Frauenärztin halt gesagt hat, das ist nicht gut. Und das, wenn es helles Blut ist, ist es echt nicht so toll. Deswegen waren die 2 Stunden echt richtig schlimm für mich. So, dann waren die 2 Stunden vorbei. Ich war dann bei der Frauenärztin und die war einfach so unglaublich toll. Ich habe auf Instagram schon so geschwärmt von ihr, aber diese Frauenärztin ist einfach um 180 Grad was anderes als meine Frauenärztin. Sie ist einfach so lieb. Sie hat direkt verstanden, dass ich jung bin, dass ich das Kind will. Sie wusste direkt, dass ich total die Sorgen hatte und deswegen hat sie sich auch extrem viel Zeit genommen. Sie hat lange geschaut und wir haben viel dem Baby zugeguckt. Also meine Frauenärztin hätte da kurz das Ding da in mich reingesteckt, hat geguckt, ja hier alles in Ordnung und Tschüssikowski. Und sie hat dann wirklich gesehen, dass ich angefangen habe zu weinen und dass es einfach so schön war für mich, dass ich dieses Baby gesehen habe, wie das da rumgeturnt ist. Und
dass ich einfach wusste, okay, es ist wirklich alles in Ordnung. Sie hat dann vorher auch noch Abstriche gemacht und alles noch im Mikroskop geguckt und meinte dann, okay, der ist auf jeden Fall nichts von außen und von innen war auch nichts. Also dem Baby ging es wirklich top. Sie hat gesagt, das könnte irgendwas an der Plazenta gewesen sein. Sie weiß es aber nicht. Und wenn es nochmal passiert, dann würde sie das nochmal noch mehr kontrollieren. Aber jetzt, wenn es auch aufgehört hat, sollte da auf jeden Fall nichts, ja, nichts sein, wo man sich dann wirklich große Sorgen machen sollte. So, also dem Baby ging es wirklich super. Wir haben lange zugeschaut und wir haben das von, wirklich von allen Seiten gesehen. Sie hat dann noch mehrmals versucht, das Baby irgendwie zu animieren, sich zu bewegen, aber das Baby wollte einfach nicht. Es möchte immer schlafen, wenn wir da sind. Ich hoffe, dass es morgen ein bisschen aktiver ist. Ja, das Baby war 4,2 cm groß und auf den Tag genau 11 plus 1, also wirklich auf den Tag genau perfekt. Und das habe ich ihr auch gesagt. Wow, das ist ja auf den Tag genau groß genug. Und dann hat sie nochmal geguckt und wollte unbedingt so eine Seitenansicht haben, aber das Kind wollte sich einfach nicht drehen und dann, ja, ging das einfach nicht. Aber sie hat dann noch den Fuß gesucht und hat mir die Arme gezeigt und dann hat sie einen Fußabdruck gemacht. Das kann ich euch gleich einmal zeigen, weil natürlich haben wir Bilder bekommen und hier ist einmal der super süße Fuß. Ich weiß nicht, seht ihr das? Das hier ist auf jeden Fall der kleine Fuß und wirklich in live sieht man wirklich schon 5 Zehen da dran. Also das ist wirklich richtig krass. Und dieses kleine Stümpelchen da ist einfach so das Beinchen. Und so hat sie mir das eben gezeigt, wie ihr hier unten seht. 11 plus 1 und 4,2 cm. Das habe ich selber raufgeschrieben, weil eigentlich ist es immer im Ultraschall mit drin. Aber diesmal war es das nicht. Und dann hat sie uns natürlich noch einmal die komplette Ansicht gezeigt. Und das war dann wirklich unser kleiner Gummibär hier. Wirklich richtig, richtig süß. Hier der Kopf. Sieht man schon ein bisschen die Nase und die Beinärmchen und hier die Beine so richtig schön überkreuzt. So richtig gechillt lag es da, die Frauenärztin gesagt. Und die Nabelschnur hat man auch gesehen. Sieht man auch so ein bisschen auf dem Ultraschallbild. Und die Arme hat sie mir noch gezeigt. Das Baby lag ungefähr so. Das sah richtig süß aus. Und sie hat auch die Arme noch fotografiert für die einfach die, für, ja, meine Mappe, für meine Unterlagen. Und diese beiden Fotos hat sie mir eben ausgedruckt, weil, ja, sie war einfach auch so begeistert. Sie meinte, oh mein Gott, gucken Sie mal, wie süß der Fuß ist. Und das muss ich Ihnen ausdrucken. Und die Frauenärztin war einfach so toll, wirklich. Ja, dann bin ich natürlich mit strahlendem Gewissen raus, mit der kleinen Tendenz zum Team Blau. Aber die dürfen natürlich noch nichts sagen. 12. Woche ist einfach noch viel zu früh. Und deswegen bin ich dann ganz glücklich ins Auto gegangen und habe Felix das mal alles erzählt, denn das war wirklich der erste Termin ohne Felix. Der musste nämlich arbeiten. Genau, und jetzt will ich euch einfach nochmal über die Zeit erzählen, wie es mir von der 10. bis zur 13. Woche ging. Und am Ende messen wir sogar noch meinen Bauch, denn damit wollte ich jetzt beginnen oder habe ich schon in der 12. Woche begonnen. Und das wollte ich aber ganz am Ende machen und jetzt wollte ich erstmal erzählen, wie es mir denn im Moment so geht. Genau, das erste Thema, was ich auch auf Instagram angesprochen habe, meine Brüste explodieren. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber das war wie über Nacht einfach so BAM. Ich musste mir neue BHs kaufen und bin von B direkt auf C gesprungen. Das war wirklich richtig krass. Und die Brüste sind so voll, die sind richtig schwer und richtig voll. Man hat einfach so ein richtiges volles Gefühl. Die sind auch nicht mehr so, ja, so wabbelig. Nein, sie sind halt richtig fest und richtig prall. Und dementsprechend brauchen sie doch echt viel Platz. Ich trage jetzt eine 75C. Und was ich auch gemerkt habe, dass mein Brustkorb extrem breit geworden ist. Also eigentlich war es bei BHs immer so, dass 75 schon echt knapp war. Und kleiner gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Und dann habe ich immer schon das engste Loch am BH genommen, sozusagen hinten am Rücken. Und jetzt muss ich wirklich das weiteste Loch nehmen bei jedem BH, weil mein Brustkorb einfach so richtig breit geworden ist. Und das ist mir aufgefallen. Da haben wir auch direkt neue BHs gekauft, noch keine Still-BHs oder so. Aber die nächsten werden auf jeden Fall Still-BHs, weil auch schon die C-BHs drücken langsam. Also in der 10. Woche, so in der 11. Woche, glaube ich, haben wir die BHs gekauft. Und jetzt Ende der 13. merkt man schon, dass da schon wieder ein bisschen eng wird. Und deswegen die nächsten werden auf jeden Fall Still-BHs.
Dann ist mir aufgefallen, das war aber nur so in der 11., 12. Woche rum, dass ich nicht mehr so viel essen kann. Also eigentlich habe ich richtig viel Hunger, seitdem ich schwanger bin, aber es passt nicht so viel rein, wie ich gern essen würde, sondern ich muss dann immer ein paar Minuten warten und kann dann wieder was essen. Das fühlt sich immer so an, als würde mein Magen dann, ja, in kleinen Maßen essen wollen. Dann, was wirklich richtig schlimm ist, dass ich richtig schlecht schlafe. Also ich muss im Moment jede Nacht einmal, mindestens einmal auf Toilette, das ist schon mal richtig nervig. Und dann habe ich Albträume total. Ich schlafe sehr, sehr schlecht ein, was eigentlich damals nie so mein Problem war. Wenn ich müde war, dann war ich müde und habe geschlafen. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich ja lange brauche zum Einschlafen, lange um die richtige Position zu finden. Ich brauche immer was zwischen meine Knie, also mein eines Bein muss immer höher liegen als das andere. Und dann nehme ich immer unser Stillkissen und lege mir das so zwischen die Beine. Und ja, das ist irgendwie total schwer, aber das ist ja auch so ein typisches Schwangerschaftsanzeichen, wenn man da nicht mehr so gut schlafen kann. Ja, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich extrem geruchsempfindlich bin. Das weiß ich nicht, ob ich das schon mal in dem letzten Video gesagt habe oder ob ich das mal in einem Livestream erwähnt habe. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich extrem geruchsempfindlich. Ich kann nichts mehr riechen, was vorher für mich okay war. Also es reicht schon, wenn, ja, ich weiß nicht, also wie soll man das sagen? Ich finde, Männer haben immer so einen Eigengeruch. Und das kann ich nicht mehr haben. Also Felix, das ist schon echt kritisch. Und mein Vater, das wird dann auch schon echt kritisch. Also ja, die Männer haben, oder jede Person hat ja sozusagen so einen kleinen Eigengeruch. Und ja, das ist wirklich richtig schlimm. Dann werde ich richtig empfindlich, was Essen angeht. Also da ist es auch total empfindlich. Und man merkt einfach, dass man einfach mehr riecht als vorher. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass ich einige Sachen nicht mehr essen mag. Zum Beispiel gab es Lieblingschips von mir. Und die kann ich aber nicht mehr essen, weil ich die auch nicht mehr riechen kann. Also die riechen so intensiv, dass ich einfach nicht, dass ich sie nicht mehr essen kann. Ja, und dann, was mir auch aufgefallen ist, dass ich eine, ja, immer verstopfte Nase habe. Also ich bin immer irgendwie erkältet. Es fühlt sich an, als wäre ich erkältet, aber ich habe einfach nur eine volle Nase sozusagen. Also wirklich eine verstopfte Nase. Und das wirklich den ganzen Tag. Ich kann die ausschnauben, dann ist sie wieder voll. Und das ist wirklich richtig ätzend. Aber ich bin nicht erkältet, sondern es ist nicht so, dass sie läuft, sondern dass sie einfach voll ist. Und sie die ganze Zeit immer drückt an die Seiten hier. Und das ist echt nicht schön. Und was ich dann auch habe, ist Nasenbluten. Das war in der 12. Woche ganz, ganz schlimm, dass ich wirklich jeden Tag mit Nasenbluten aufgewacht bin. Das wollte ich jetzt auch beim Frauenarzttermin morgen nochmal besprechen, weil einige mir dazu geraten haben. Und das wollte ich auch nochmal machen. Und das Letzte, was ich jetzt letzte Woche hatte, also in der 13. Woche, was wirklich richtig schlimm war und wo ich sogar echt am Überlegen war, ob ich da nicht zum Arzt fahre und euch auf Instagram auch gefragt habe. Und ihr habt mir alle gesagt, geht zum Arzt, das ist nicht gut. Ich habe so doll Brustkorbschmerzen gehabt, also wirklich so Rippen-Brustkorbschmerzen, als würde jemand meine beiden Rippen nehmen und auseinanderziehen. So hat sich das angefühlt. Und auch der Magen, der war so schwer. Das ist alles so, als würde es nach oben gedrückt werden. Dann auch Herzschmerz, also so richtig Herzdrücken. Und das war wirklich richtig schlimm, dass ich nicht mehr essen wollte, nicht mehr trinken wollte. Und liegen ging auch nicht mehr, weil dann hat es alles auf eine Seite gedrückt. Und das war echt nicht mehr schön. Das werde ich auch morgen beim Frauenarzt ansprechen. Und sonst geht es mir eigentlich relativ gut. Die Übelkeit ist seit der 11. Woche komplett weg, wo ich echt wirklich froh bin. Aber was jetzt ganz schlimm ist und wo ich immer sage, das würde ich auf jeden Fall gegen die Übelkeit eintauschen, ist oder sind die Kreislaufprobleme. Das ist wirklich so schlimm, dass ich teilweise schon umgekippt bin. Ich war mit Felix auf einem Kinderflohmarkt und da habe ich kurz die Sachen durchgeguckt und dann standen wir an der Kasse und ich habe schon gemerkt, oh Scheiße. Mein Körper fing an zu zittern und mir wird ganz warm, ich fange an zu schwitzen und ja, das fühlt sich einfach so an, als würdest du gleich wegfallen, als würdest du wegfliegen und nicht mehr da sein. Ja, dir wird schwarz vor Augen und ich sehe nichts mehr und muss mich dann kurz hinsetzen. Habe mich hingesetzt auf den Boden. Und dann wurde es aber noch schlimmer, dann habe ich was getrunken und dann musste ich einfach nur noch raus. Ich glaube, es war auch die Luft da drinnen, dass ich einfach nur noch raus musste.
Und bin dann wirklich genau vor der Tür, ich war gerade draußen und genau vor der Tür bin ich zusammengeklappt. Das war echt richtig ätzend. Und würde ich echt wirklich gegen die Übelkeit eintauschen. Also das ist wirklich schlimm. Ja, ich hatte schon damals im Teenageralter total oft Kreislaufprobleme und das lag aber einfach daran, dass ich einfach zu wenig getrunken habe und dann ja schnelles Aufstehen und so, das kennt man ja. Aber jetzt ist es wirklich so, ich trinke total viel in der Schwangerschaft. Ich habe auch einfach viel, viel mehr Durst und das sind einfach irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht was, vielleicht braucht das Baby einfach mehr Blut und so, aber das ist wirklich richtig heftig. Wir waren dann am Sonntag vor einer Woche noch auf einer Messe mit meinem Vater und da waren wir draußen die ganze Zeit und das war ein sehr, sehr, sehr großes Außengelände und da habe ich irgendwann schon so nach einer Stunde habe ich das schon gemerkt, dass meine Hände wieder angefangen haben zu zittern und das halt das kribbelt alles und dann dachte ich schon, okay, sollte sich gleich mal hinsetzen und dann, ja, wie so ein Blitzschlag wurden mir Schwarzaugen, ich habe nichts mehr gesehen, habe dann gesagt zu Felix, mir schon wieder Schwarzaugen, ich sehe nichts und dann musste er mich wirklich stützen und hat mich dann einfach irgendwo hingesetzt. Ja, und dann habe ich was getrunken, völlig blind, weil bis das erstmal weggeht mit den Schwarz vor Augen, das dauert echt auch sehr, sehr lange. Und das, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall eintauschen, wenn das geht. Aber das vergeht ja auch hoffentlich. Vielleicht ist es einfach nur so ein Ding, was jetzt statt der Übelkeit ist oder so, hat man ja vielleicht. Genau, die Bilder habe ich euch gezeigt. Und das war bis jetzt so unsere Zeit von der 10. bis zur 13. Woche. Wir sind jetzt morgen in der 14. Woche und ich bin echt super gespannt. Baby war, wie gesagt, vor, wann war das? 2 Wochen, glaube ich. 4,2 cm groß und soll ja morgen 7 cm groß sein, laut Internet. Wir sind mal gespannt, wie groß das Baby morgen ist. Und dann gibt es auch morgen einen extra Vlog für euch. Also ich nehme euch so ein bisschen mit den Tag. Mal wieder so einen Vlog hier für diesen Kanal. Und in diesem Vlog erzähle ich euch, denke ich, auch so, was ja passiert ist in dem Erstsemester-Screening. Oder ich mache dann extra Video zu. Mal gucken, wie lang der Vlog morgen wird. Und eventuell können wir auch mal ein bisschen was filmen. Also auf dem oder beim Frauenarzt, wenn das Baby denn da so rumturnt. Vielleicht ist die Frauenärztin ja morgen so lieb und lässt uns mal ein bisschen was filmen. Wir sind morgen wieder bei einer anderen, also schon die dritte Frauenärztin. Und mal gucken, wie nett die ist. Und ich werde dann morgen auch beim Frauenarzt ansprechen, ob ich nicht eventuell die Frauenärztin wechseln kann. Denn meine Frauenärztin, die ich habe, ist einfach überhaupt nicht nett. Und deswegen würde ich da gern tauschen. Genau. Jetzt hoffe ich, euch hat es gefallen, dieses Video. Das freut mich immer, wenn ich Schwangerschaftsupdates mache, weil dann ist mal wieder so ein kleiner Stein weg und der nächste beginnt. Der nächste Teil, weil es sind jetzt schon wieder 3 Wochen, die jetzt vergangen sind. Das ist wirklich eine große Zahl. Und jetzt wollen wir noch den Bauch messen. Stimmt. In der 11. oder nee, in der 12. Woche hatten wir einen Bauchumfang von 75,5. Jetzt habe ich gestern nochmal gemessen, da war er 77 cm. Und gestartet, also vor der Schwangerschaft, waren wir bei 59. Also wirklich richtig dünn und zierlich. Und ich messe das Ganze immer bei den Hüftknochen, also dass ich meine Hüfte sozusagen mit einbeziehe. Und vieles, denke ich, ist einfach, weil das Becken sich auch, also das Becken einfach größer wird, genauso wie der Brustkorb. Und genau, ich wollte es einfach mal mit euch messen und los geht's. So, ich habe hier unser Maßband. Ich werde euch jetzt mal meinen Bauch zeigen. Das interessiert ja auch immer so viele. Immer werde ich gefragt, oh, kannst du mal deinen Bauch zeigen? So, im Auspacken hier. So sieht das Ganze aus derzeit. Also ist hier wirklich nur so eine, ja, so eine kleine Wölbung. Wie gesagt, hatte ich vorher immer nur Bauch bis zu meinen Hüftknochen, das ungefähr hier. Und dann war das hier sozusagen gerade. Und jetzt haben wir hier eben so eine kleine Beule. Aber ich würde sagen, wir messen das Ganze. Wie gesagt, messe ich das immer hier bei den Hüftknochen, damit wir die Hüftknochen auch mit einbeziehen. Und dann wollen wir mal schauen. Ich bin echt auch voll gespannt, Leute, wie es sich schon wieder entwickelt hat. So.
Dann sind wir schon bei, Leute, seid ihr gespannt? Immer noch 77 cm. Seht ihr das? So ungefähr, ja. 76, 77 cm. Genau, meine Lieben. Und dann war es auch. Das war mein Bauchumfang. Mal schauen, wie er die nächste Zeit wächst. Das nächste Update mache ich, denke ich mal, so in 3 Wochen wieder. Ich finde, 3 Wochen ist immer ein guter Abstand. Da passiert immer einiges. Und dann schauen wir mal, ob wir da schon die ersten Kindsbewegungen haben. Ich bin ja echt mal gespannt. Einige haben mir schon geschrieben, dass sie das schon in der 15. und 16. Woche hatten. Deswegen sind wir da echt mal gespannt. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!